Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man die Debatte, insbesondere die Debattenredner der Koalitionsfraktionen hier aufmerksam verfolgt, beschleicht mich zumindest das Gefühl, dass das wahre Problem, wo derzeit die europäische Debatte drum kreist und wo Europa zurzeit auch krankt und wo viele fragen, wie können wir den Menschen in Europa wieder näher bringen, bei Ihnen noch nicht angekommen ist. Etwas umgangssprachlich würde ich sagen, Sie haben den Knall noch nicht gehört. Weil das ist doch das, was zurzeit alle beschäftigt, die für eine verstärkte europäische Integration werben. Was ist eigentlich das, was bei den Menschen von Europa ankommt? Was haben die Menschen von Europa? Und das letzte große europäische Projekt, wenn man fragt, Achselzucken und vielleicht fällt einem noch der Euro ein. Aber klar ist, das Empfinden bei den Menschen in Europa, dass es so etwas wie eine Schieflage gibt. Das Kapital, der Wettbewerb hat überall Vorfahrt und freie Fahrt. Aber die Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sind einer bestimmten Linie, nämlich einer auf binnenmarktorientierten Linie, untergeordnet. Und das ist eben nicht gerecht. Und deshalb ist die Frage, die im Raum steht, wie kann Europa gerechter gestaltet werden? Ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine der wichtigsten Gegenwartsfragen ist. Wie kann die Schieflage in Europa wieder in eine gerade Linie gebracht werden? Die Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl haben und die Gewissheit vor allem, dass es die europäische Gemeinschaft ist, dass es unsere Gemeinschaft ist, in der es gerecht zugeht. Und das betrifft insbesondere das alltägliche Arbeitsleben. Welche Gerechtigkeit erleben inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn Leihkräfte aus anderen EU-Ländern die gleiche Arbeit günstiger anbieten können, weil für sie eine geringere soziale Absicherung in ihrem Herkunftsland geleistet werden muss? Wenn sie erleben müssen, dass Regelungen über die Verweildauer dieser entsendeten Arbeitskräfte einfach ausgehebelt werden können? Welche Gerechtigkeit umgekehrt erleben ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie bei ihrer Arbeit im EU-Ausland weniger Lohn als die Kräfte vor Ort erhalten und oftmals von Zuschlägen und Tagesgeldern, Eingruppierungsbestimmungen oder Sonderzahlungen gar nicht profitieren? Die bisherige Richtlinie hat es leider ermöglicht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenseitig ausgespielt werden können. Und damit muss endlich Schluss sein, dass in Europa Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenseitig ausgespielt werden. Es gilt der Grundsatz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Europa. Das muss im Mittelpunkt der Debatte stehen. Durch diese Regelung wird seit die bestehenden Regelungen seit Jahren die Axt an das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den EU-Bürgerinnen und Bürgern gelegt. Und diese Regelungen zerstören auch den Glauben der Bürgerinnen und Bürger, dass dieses Europa für bessere Lebensverhältnisse sorgt. Und das ist doch genau das, was wir politisch brauchen, eine Hoffnung, eine Vision, eine Zukunft, dass dieses Europa eben bessere Lebensbedingungen für alle Menschen schafft, die hier leben. Und deshalb braucht es gerade diese Regelung. Deshalb sollten wir die Gelegenheit ergreifen, die in der Tat in der Konstellation darauf hindeutet, dass es gelingen kann, nach langen Diskussionen diesen Grundsatz auch zur Wirklichkeit werden zu lassen, und das möglichst ohne Ausnahmen. In der Tat ist es nicht ganz einfach mit dem Transportgewerbe, aber die politischen Anstrengungen zumindest sollten in die Richtung gehen, und man sollte nicht von vornherein, wie gerade gehört, die Flinte ins Korn werfen und sagen, das bringt sowieso nicht, sich zu engagieren. Auch das Transportgewerbe gehört dazu, wenn es darum geht, diese Grundsätze entsprechend zu verankern. Wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch, dass es keine Ausnahmen gibt und deshalb wir hier noch mal nachlegen müssen. Der Antrag der SPD wird von unserer Fraktion unterstützt. Es ist ein wichtiger Schritt, auch vor dem Hintergrund des anstehenden Sozialgipfels, der in Schweden stattfindet, eine weitere europäische Säule, nämlich der sozialen Rechte, auch zu stärken und mit mehr Substanz zu füllen. Es ist nicht nur ein wichtiges Symbol, es ist ein wichtiger Inhalt, um Europa wieder lebendiger zu machen für die Menschen. Und
als unsere gemeinsame Zukunft auch zu beschreiben. Die SPD-Fraktion bemängelt in ihrem Antrag zu Recht, dass der Koalitionsvertrag zumindest der neuen Koalition bei Europa, zumindest einem sozialen Europa, wenig Substanz bietet. Sie haben hier die Gelegenheit, nachzubessern. Ihre Reden allerdings haben bei mir Zweifel ausgelöst, dass Sie da einen festen Willen zu haben, genau das zu tun. Wir sollten im Übrigen dann auch nicht dabei stehen bleiben, nur in Anführungsstrichen nur endlich gleiche Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa zu schaffen. Ich glaube, dass es noch wichtiger ist, ein zweites großes soziales Projekt endlich mit allem Nachdruck anzugehen. Es muss in Zukunft unser gemeinsamer Wille sein, dass in diesem Europa jeder Jugendliche eine gute Ausbildung findet und diese eben auch garantiert wird, damit endlich klar wird, dieses Europa ist die Zukunft für die Menschen, die in ihrem leben. Vielen Dank.